zurück hier zu Let's Play King's Quest. Und ja, wir stehen hier direkt im dritten Kapitel der zweiten Folge. Oh, dürfen wir das jetzt spielen? Das Spiel war echt witzig. Ich hätte Bock drauf auf noch eine weitere Runde. Wenn du dann ständig irgendwelche Pfeile einsetzt. Mandolin, du bist dran. Oh. Was dauert denn da so lange? Ich habe keinen Schimmer. Höchstwahrscheinlich scherzt er wieder nur mit den Pflegerinnen herum. Seit 4 Stunden? Würde dich das etwa überraschen? Nein, nicht wirklich. So. Freust du dich schon auf Großmutters Geburtstag? Ich habe noch gar kein Geschenk für sie. Mutter hat meins ausgesucht. Sie hat gesagt, es ist perfekt. Super. Okay, Kinder. Euer Großvater ist bereit für Besuch. Gwendolyn, dich erwartet er zuerst. Natürlich. Der Arme, ey. Sie wird die ganze Zeit bevorzugt. Können wir beide rein? Besser nicht zu viele auf einmal. Außerdem brauche ich Guard bei den täglichen Dekreten. Okay, wenn wir das später fertig machen? Geh du nur. Immerhin bist du sein erklärter Liebling. Ja, der Arme. Aber er macht sich ja nicht mal die Mühe, selber ein Geschenk für seinen Opa. Euer Großvater hat keinen Favoriten, Guard. Er liebt euch beide sehr auf seine Art. Und jetzt räum auf und komm in den Thronsaal. Ich habe da 3 Tabletts mit Leckerbissen für dich. Auf seine Art. Ach, ist ja auch egal. Es gilt immer noch Addendum 48677, laut Gesetz. Der wird garantiert mal unser böser Gegenspieler werden, dass ich da jetzt schon komme. Also für die Kleine dann. Okay, krass. Oh Mann. Das hätte ihm nur auffallen müssen. Idiot. Ich dachte, das hat er mit Absicht gemacht. Na los. Ein Abenteuer wird ja wohl noch drin sein. Wird es auch, mein Freund. Aber das erst. Nur eins noch. Ein letztes Abenteuer. Eine Kerbe in meiner Feder, eine Reise in Neptuns Reich oder ein Marsch durch die endlose Wüste. Bitte, Spiegel, ein letztes Abenteuer. Opa? Ach, genau dich wollte ich sehen. Bist du in Ordnung? Jetzt schon. Hast du jetzt die richtige Medizin? Deine Gesellschaft ist besser als jedes Medizinfläschchen. Ich glaube, das Spiel. So, komm, setz dich. Kommt noch eine unglaublich moralische Bedeutung zum Ende. Diesmal willst du die Geschichte. Irgendwas mit Drachen vielleicht. Tja, dann erzählst du mir bitte mehr über Oma? Jeder weiß, dass sie eine großartige Königin ist. Gütig und königlich und wunderbar. Aber ich finde einfach kein Geburtstagsgeschenk für sie. Ich will ihr was ganz Besonderes schenken. Natürlich. Es gibt wohl keinen besseren Startpunkt als den Anfang, als mich meine Reise zu den verwunschenen Inseln führte. Ich glaube, dass das Spiel zum Ende noch eine sehr, sehr starke Moral. Opa, die Geschichte hat mir Mama schon 1000 Mal erzählt. Hat das nicht schon jeder in Daventry gehört? Du bist den Turm raufgeklettert, hast Prinzessin Valanice gerettet und ihr habt euch verliebt. Nun, in Märchen werden Herzensangelegenheiten oft sehr vereinfacht. Man sieht sich, verliebt sich und wird glücklich zusammen, ohne große Probleme. Die wahre Geschichte ist viel spannender, als du dir jetzt vorstellen kannst. Das
sagen, dass das Spiel bekommt meiner Meinung nach zum Ende noch einen sehr starken moralischen Aspekt. Und zwar denke ich mal, dass er halt sich sehr ein letztes Abenteuer durch das Spiel vielleicht nochmal zeigt, wie der Spiel ihm aufzeigt, dass sein letztes Abenteuer vielleicht die Zeit ist, die man schenkt wird, mit seinen Enkeln zu kommen. Ich steuere gerade nicht. Das macht der Konter jetzt gar nicht mehr. Interessanter Turm auf jeden Fall. Bisschen, ne? Ich kenne mal doch. Okay. Gut, gibt nichts zu sammeln, dann gehen wir mal direkt rein in den Turm. Ich bin echt gespannt. Wir sollen nicht, wir sollen echt klettern. Ich hatte meine Lieb... Nein! Es tut mir so leid. Okay. Ja, okay. Liebe kann... Zuweilen auch schmerzhaft. Wahre Liebe macht selbst das nichts aus. Das stimmt. Echt schade, dass jetzt nicht so das kommt. Ja, da ich jetzt noch liebe... Jetzt schräg da rechts hoch. Genau. Okay. Oh Gott. Im Falle eines Falles fällt man. Das war's mit dem Kapitel. Was schön ist,
du dabei warst. Ich hoffe, der Turm steht so stabil, wie er instabil aussieht. Boah, ist ja was süß. Ah, hallo. Gleich mehrere, okay. Es kommt nur eine dritte am besten, da muss ich mich entscheiden, das wäre lustig. Mist. Das Schicksal führte mich zu meiner wahren Liebe. Nur welche war es? Die rechte ist ich flehte den Zauberspiegel um ein Zeichen an. Ich finde, sie sieht einfach irgendwie netter aus. So, und außerdem hat sie auch lila an und er wollte ja einen lilanen Teppich bzw. Umhang haben für sie. Und ich finde, sie wirkt irgendwie so ein bisschen düster und sie hat mich auf den ersten Blick auch nicht so überzeugt. So, und grün und schwarz in der Kombi. Grün ist ja die Farbe des Neides, glaube ich. Und dementsprechend wäre ich dann doch eher für sie. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, für wen ihr euch entschieden hättet. Prinzessin, nehmt ihr mich zum Mann? Nein. So gut. Glaubt ihr nicht an Liebe auf den ersten Blick? Nein. Naja, schon, aber nicht so. Wir beide kennen uns doch gar nicht. Und ihr habt nicht den Segen meines Vaters. Bitte steht auf. So geht das nicht. Ja, dann... Verzeiht bitte. Prinzessin, nehmt ihr mich zum Mann? Er zählt jetzt. Meine einzige Liebe. Tja, ich hätte vielleicht ja gesagt, aber ich bin nicht gern zweite Wahl. Das heißt dann nein? Ja. Ich meine ja. Das heißt, nein. Also klar. Kein Problem. Wir setzen die Rettungsmission wie geplant fort. Prinzessinnen, bitte seid so nett und lasst eure langen, prachtvollen, goldenen Locken herab. Macht ihr Witze? Das trägt man seit Jahrzehnten nicht mehr. Oder Jahrhunderten. Bitte sagt mir, ihr habt einen echten Fluchtplan unter diesem verzierten Umhang. Ein trainierter Adler oder fliegende Bären. Oder ein Abenteurerseil. Abenteurerseil? Das ist eindeutig die Rechte. Eindeutig. Sie ist genauso drauf wie er. Sie ist genauso ein bisschen durchgedreht und verrückt wie er. Und die Linke war einfach nur so, ne, nicht mit dir. Von außen sei er so klein. Ihr seid doch nicht etwa seillos verliebt, oder doch? Tja, jetzt sitzt ihr hier mit uns fest. Das sollten wir uns vielleicht vorstellen. Mein Name ist... Erdbeben? Nicht ganz. Gut gefangen. Da drüben, schnell!
Sehr schön. Genau da, links von euch. Ah, ganz schön geschickt. Verdammt, ich hätte es fühlte sich an, als spielte der Zauberspiegel mit meinem Herzen. Beobachtete er mich? Wusste er bereits, wer meine Königin war? Ich musste mich entspannen. Ich musste ich selbst sein. Ich musste mein eigenes Chaos beseitigen. War das dunkle Magie? Eine unsichtbare Wand trennte mich von der Außenwelt. Wenn ich die Prinzessinnen beeindrucken wollte, musste ich anders an die Vase kommen. Mit welcher hast du zuerst gesprochen? Nee, tut mir echt leid, dass die Vase jetzt kaputt ist. Ne? Also ich wusste ja nicht, dass es davon abhängt, wie sehr mich die dann mögen. Ich habe auch nicht mitbekommen, wer was gesagt hatte. Zu schade. Die Laute war kaputt gegangen und musste repariert werden. Okay, damit kann ich mich garantiert bei ihr einschlagen. Kreuzworträtsel und andere harte Nüsse. Das gesamte Buch wurde bereits gelöst. Wem das wohl gehörte? Die Mitnahmeversion des Scharfsinnsduells. Oh, nice. Ich habe keinen Platz für Brettspiele gesehen. Das funkelnde Buch hatte einen geflügelten Pegasus auf der Hülle. Vielleicht wusste eine der Prinzessinnen, wohin es gehörte. Ein unvollendetes Meisterwerk. Keine Ahnung, wohin das gehört. Das hat man wahrscheinlich, der hat man wahrscheinlich vorhin drauf achten müssen, die ganze Zeit. Im Hintergrund, also das kommt auf jeden Fall zu. Diesen Einwand, oder nicht? Okay, dann muss ich wahrscheinlich doch erstmal mit den hübschen, gut aussehenden jungen Damen sprechen. Hey, tut mir leid wegen vorhin. Es ist nur alles so... wirr. Kein Problem. Wir sind ja alle mal etwas... seltsam. Ich bin übrigens Graham, also König Graham von Daventry. Also König Graham, der... Ich wäre lieber weise oder mitfühlend als tapfer. Ich glaube, wir sind mitfühlend. Mitfühlende. Mitfühlend? Herrlich. Schön, euch kennenzulernen, Graham. Ich bin Nys. Also Prinzessin Nys von West Kolyma. Ist Nys eine Abkürzung? Ist es. Nur meine Familie benutzt meinen vollen Namen. Oh, verstehe. Yep. Tja, dann. Also, ich sollte wohl auch um Entschuldigung bitten, dass ich kein Abenteurerseil dabei habe. Ich habe nicht allzu gut geplant. Ja, das Abenteurerseil. Tut mir leid, das war ein Scherz. Ein Seil nützt nichts. Ach, nicht? Wenn es irgendeinen Weg gäbe, wären wir schon längst geflohen. Ich habe es mit Pegasus-Anrufung, Bohnenstangen und Sternschnuppen versucht. Wie hat sogar mal einen Segelflieger aus Laken und Bügeln gebaut? Nein, wir sind durch einen antiquierten Zauberspruch an diesen Turm gebunden. Ihr wisst schon, so einer, der nur durch ein unsinniges Liebesideal aufgehoben wird. Verstehe. Ich wusste aus der Zeitschrift Höflich den Hof machen, wie wichtig der erste Eindruck ist. Meine nächsten Worte würden alles entscheiden. Also... Fächer habt ihr studiert? Woher seid ihr gebürtig? Seid ihr öfter hier? Ist gut. Der ist echt gut, ich würde den am liebsten bringen. Oh, der ist so gut. Ich muss ihn bringen. Ich glaube, sie findet ihn sogar fast lustig. Was führt euch hierher in diesen Turm? Tja, ich sah diesen Turm am Rand meines Königreichs und eine alte Frau sagte mir, es sei ein majestätisches Einhorn darin. Ich witterte also ein Abenteuer. Meine Geschwister werden mich deshalb ewig aufziehen. Moment, Ziege mit angeklebtem Horn? Kennt ihr Herrn von Schling? Schon ewig. Keine Ahnung, wohin er gegangen ist. Noch eine weitere Frage, bitte. Lobpreist ihr die funkelnden Sterne oder die wogenden Ehen?
Was ist euer Lieblingswein, Gumi? Wie ist eure Familie so? Bevorzugt ihr die Politik von Ost- oder Westkolima? Ich nehme mal das mit den Sternen. Lobpreist ihr die funkelnden Sterne oder die wogenden Ähren auf dem Feld? Ich würde vorschlagen, wir reden nicht gleich über Religion. Das gehört sich nicht. Das war nicht so gut gelaufen. Doch ich gab nicht auf. Wenn wir fragen, wer ist euer bester Freund oder Freundin? Es geht um Mord zu weit. War es schwer, arm aufzuwachsen? Das ist hart. Wie waren eure Verehrer bisher so? Warum seid ihr noch ledig? Immer das. Also, ihr tragt keinen Ring. Warum seid ihr eigentlich noch ledig? Weil Typen wie ihr immer solche Dinge sagen müssen. Und ich hab's echt nicht drauf. Ich bin glücklich damit, wie es ist. Bis es sich für mich richtig anfühlt. Yeah. Alles klar. Tja, dann? Dann sorgen wir hier mal für Ordnung. Ordentlich verkackt. Verdammt. 1 von 3. Gar nicht gut. Ich mache es irgendwann mal fertig. Bis dahin kann es dorthin. Das dachte ich mir schon. Hätte ich auch beinahe instant richtig gemacht, aber es ging nicht. So, ich vermute mal, dass es... Die geheime Zauberwelt. Ich habe es mit Begeisterung verschlungen. Stellt es bitte da drüben hin. Okay, das mache ich doch glatt. Ob ich das schaffe, wie viel Elan und Begeisterung ich das mache, all das erfahrt ihr in der nächsten Folge am Donnerstag. Bis dahin. Thank you.